dieser Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Guten Tag. Das nächste Aufklärungsvideo widmet sich den Kreuzbandverletzungen. Kreuzbandverletzungen sind häufig, treten in der Regel dann auf, wenn größere Kräfte auf das Kniegelenk einwirken, insbesondere bei Sportereignissen bei jungen Patienten. Von den Kreuzbändern gibt es zwei in jedem Kniegelenk. Es gibt ein sogenanntes vorderes Kreuzband und ein hinteres Kreuzband. Das häufigere, was von beiden kaputt geht, ist typischerweise das vordere Kreuzband. Und das vordere Kreuzband liegt im Prinzip direkt in der Mitte des Kniegelenks. Das Kreuzband hat die Aufgabe, das Knie zu stabilisieren. Insbesondere dann, wenn wir in einen beugeähnlichen Zustand kommen, fängt das Kreuzband praktisch die Bewegung ab, dass der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel sich bewegen kann und damit nur noch muskulär kontrolliert werden kann. Das führt in der Regel zu einem Instabilitätsgefühl. Das bedeutet, man hat nach einer Kreuzbandverletzung den Eindruck, dass man den Unterschenkel nicht richtig stabilisieren kann und dass der im Kniegelenk macht, was er möchte. Das ist insbesondere bei jungen Patienten problematisch, weil es dazu führt, dass wir zu viel Bewegung im Kniegelenk haben. Und diese Mehrbewegung im Kniegelenk führt dazu, dass wir einen Knorpelschaden bekommen und dass wir im Verlauf Meniskusverletzungen bekommen. Und insbesondere bei jungen Patienten, die einen sportlichen Anspruch haben in ihrem Leben, gehört es zur Standardtherapie, dass man das vordere Kreuzband wieder rekonstruiert. Rekonstruieren bedeutet, dass man eine neue Bandplastik einzieht. Diese Bandplastik besteht aus einer körpereigenen Sehne, die wir aus dem Kniegelenk gewinnen und über eine spezielle Technik vierfach miteinander vernähen. Im Anschluss daran machen wir Bohrkanäle durch das Kniegelenk. Das ist eine minimalinvasive arthroskopische Operation. Das bedeutet, wir schneiden nicht das ganze Kniegelenk auf, sondern machen kleine 1 cm große Stichinzisionen, 4 an der Zahl um das Kniegelenk herum und können damit das neue Kreuzband in die Mitte des Kniegelenks wieder einziehen. Mit dem neuen Kreuzband gewinnen wir die Stabilität wieder zurück und mit der Stabilität gewinnen wir ein gut kontrollierbares Kniegelenk zurück und wir reduzieren insbesondere bei jüngeren Patienten, die vor der Operation ein Instabilitätsgefühl haben, mit der Kreuzbandplastik wieder ein stabiles Knie und reduzieren das Risiko von Meniskusverletzungen und Knorpelverletzungen.